Die Fronten sind sicher so verhärtet, dass da kein Gespräch mehr zustande kommt. Für das läuft der Schutz viel zu lange und wir mussten schon viel zu viele Sachen hinnehmen. Gern mit jedem streitet. Auf jeden geht los, schimpft, schreit. Mit ihm ist wirklich dort die größte Hölle. Dann ist auf diesen Nachbarn losgegangen. Auf diesen Nachbarn hat er geklagt. Und wir haben nie keine Probleme gehabt, das ganze Leben nicht. Außer jetzt die 10 Jahre, was der da um der Besitzer ist. Er hat uns das Leben zur Hölle gemacht, dass ich nicht mehr weiß, was ich machen soll. Und nachdem, dass wir also 15 Jahre das Problem haben, bin ich seit voriges Jahr in psychiatrischer Behandlung, weil es einfach nicht mehr der Bock. Wenn es weiter so geht, wahrscheinlich verkaufen und wegziehen, kann einfach nicht mehr. Er hat unser Leben ruiniert. Was mir eigentlich schon fast mitbelastet, dass es auch auf die menschliche Ebene schon geht, das ist das Problem. Kann es tatsächlich sein, dass nur ein angeblicher Streithansel, fairerweise muss man dazu sagen, dass es sich dabei gelegentlich auch um Frauen handeln kann, dass so jemand allein für das Ausufern von Konflikten verantwortlich ist und eine ganze Gruppe seiner Mitmenschen zur Verzweiflung treibt? Dieser Frage gehen Ludwig Gantner, Patrick Hiebler und Maria Zweckmeier in der heutigen Ausgabe von Am Schauplatz Gericht nach. Wir gehen nicht alleine die Post holen oder bringen auch nicht alleine unsere Mülltonnen hinauf. Wir gehen immer zu zweit, zu dritt. Und trotzdem hat man ein Herzrasen, wenn man da oben vorbeigeht, weil man nie weiß, wie die Laune an dem Tag vom Herrn W. ist. Und all das ist die Folge eines Konfliktes, in dem darüber gestritten wird, ob ein Weg in Leutschach in der Steiermark nur 2,40 Meter breit sein darf oder ein paar Zentimeter mehr. Wir werden oft gefragt, wie wir zu solchen Geschichten kommen. Die meisten haben ihren Ursprung in Mails, die uns jemand geschrieben hat, weil er oder sie der Meinung ist, dass das Vorgehen eines Gegners oder einer Behörde oder eines Gutachters oder eines Gerichtes so empörend ist, dass das jetzt in die Öffentlichkeit gehört. Ende vergangenen Jahres hat uns eben ein Schreiben erreicht, in dem uns die eskalierende Situation am Höllerweg geschildert wird. Der Höllerweg, das ist eine Sackgasse in Leutschach, an der mehrere Wohnhäuser liegen. Und einer der Hausbesitzer hat uns geschrieben, dass er und einige Nachbarn mittlerweile extreme Schwierigkeiten haben, Lieferungen aller Art zu empfangen. Weil ein Herr Wieser am Anfang dieses Weges eine Art Nadelöhr geschaffen hätte. Zitat aus diesem Schreiben: Der Höllerweg wies ursprünglich eine verfügbare Straßenbreite von mehr als 3 Metern auf. Im Jahr 2010 hat Herr Wolfgang Wieser unvermittelt beschlossen, die Einfahrt in den Höllerweg auf eine Breite von 2,40 Meter zu begrenzen. Er kann keinen wie immer gearteten Vorteil aus seinem schikanösen Verhalten ziehen, sondern erntet nur Streit, Isolierung und soziale Ächtung. Patrick Hiebler hat versucht, sich an Ort und Stelle ein Bild zu machen und hat mit allen Konfliktparteien geredet. Man könnte fast glauben, hier in Leutschach, in der sogenannten steirischen Toskana, ist es bereits Frühling. Aber es ist erst Februar und Lockdown. Und spätestens an dieser Kreuzung, als wir in den Höllerweg einbiegen, wird meinem Kamerateam und mir klar, warum der lateinische Spruch Nomen est Omen hier tatsächlich zutreffen könnte. Denn diese Eisenstangen hier links machen den Weg für Anrainer angeblich zur Hölle. Außer für einen, nämlich Herrn Wieser, der ganz am Beginn des Höllerwegs wohnt und die Eisenstangen vor einigen Jahren selbst im hier rot markierten Bereich in den Boden gerammt hat, um das unrechtmäßige Befahren seiner Liegenschaft, über die der Weg führt, zu verhindern. Die Fahrbahn wurde so gemäß einer über 50 Jahre alten Vereinbarung von 3 auf 2,40 Meter, wie er meint, rechtmäßig verengt. Sehr zum Ärger der anderen Familien im weiteren Verlauf des Höllerwegs, denn das Zufahren mit Lkw zu ihren Häusern werde ihnen so gut wie unmöglich gemacht. Fast jede Lieferung führe zu einer von Herrn Wieser betriebenen Besitzstörungsklage. Dies sei mittlerweile existenzbedrohend, sagen die Familien, die auf uns an diesem Tag am unteren Ende des Höllerwegs warten. Sie hoffen, dass sie ab jetzt mehr Gehör in der Öffentlichkeit bekommen. Ich bin schon fast 50 Jahre da und wir haben nie keine Probleme gehabt, das ganze Leben nicht, außer jetzt die 10 Jahre, was der da um der Besitzer ist.
Jetzt haben wir die Probleme. Welche Probleme haben Sie da? Ja, mit den Stecken. Du kannst nicht auffahren, wenn du auffährst. Im Winter zum Beispiel fahren Sie auf, wenn man dort ist, wenn der Wagen zurückrutscht, wenn Sie hängen bleiben, der Wagen rutscht zurück und Sie fahren in die Stangen rein, zackert die an. Aber alles der Reihe nach. Herr Universitätsprofessor Pecher ist quasi der inoffizielle Sprecher der Höllerwegsiedlung und wartet auf uns unmittelbar vor dem Bereich, wo Besitzstörungsklagen drohen könnten. Wo ist das große Problem? Stehen die wirklich so schief rein, dass sie da gar nichts machen können? Oder wie würden Sie sagen? Mit meinem BKW kommt locker durch. Aber die LKWs heutiger Bauart haben 2,50 Meter. Dasselbe trifft für Einsatzfahrzeuge zu, Feuerwehr zum Beispiel. Und die kommen da eindeutig nicht durch. Das heißt, das geht sich hier, wenn wir uns das genauer anschauen, das geht sich hier eigentlich nicht aus. Kann man denn das Fahrzeug nicht beschädigen? Weil da hier die Stange nicht angreifen, sonst kriegen Sie eine Besitzstörungsklage. Also angreifen darf ich es nicht mehr? Nein, dann kriegen Sie eine Besitzstörungsklage. Okay, gut. Also angeblich sind Sie unter Strom. Ah, jetzt nicht mehr. Im Moment hat er das da übertan. Sie waren unter Strom vor einer Woche, jetzt nicht. Und wie es der Zufall so will oder weil eben gerade das Fernsehen da ist, sollte heute auch wieder einmal der ortsansässige Frechter Herr Muster den Höllerweg passieren. Sein schmalster LKW, mit dem er gekommen ist, ist an die 2,50 Meter breit. Die Stangen verengen den Weg auf 2,40 Meter. Zügiges Durchfahren, ohne über das Straßenbankett zu fahren oder den LKW zu beschädigen, ist also eher schwer möglich. Wie müsste sich da der Weg Ihrer Meinung nach gestalten, damit Sie mit Ihrem LKW... Ich weiß nicht, ob wir dürfen. Achtung, Herr Muster, so. Besitzstörungsklage, nicht da reinsteigen, nicht reinsteigen. Jetzt, ja, haben Sie natürlich was gemacht, was vielleicht... Was Sie nicht dürfen, heute wahrscheinlich. Ja. Aber so geht's, ne? So kann man runterfahren. Ne? Also es geht quasi nur um die paar Zentimeter. Es geht quasi um das, genau, um das geht's. Ne? Jetzt kann sie natürlich... Ja, das hat ja keiner gesehen, oder? Obwohl. Kann er nicht. Herr Muster hat keine Angst, geklagt zu werden, weil er die Stangen gerade berührt hat. Wären die Eisensteher weg, könnte man den Höllerweg zügig, ohne den befestigten Weg verlassen zu müssen, befahren, glaubt er. Aber so werde alles zum Nervenkitzel, dem er sich für uns aber gerne noch einmal aussetzt. 30 bis 35 Zentimeter auf jeder Seite dazu und das Problem wäre gelöst, ist sich Herr Muster sicher. Dann liefe man auch nicht Gefahr, sich an den Randsteinen die Reifen aufzuschlitzen. Zudem könnte es jetzt auch noch passieren, dass man sich eine Besitzstörungsklage einhandelt, weil man mit den Reifen, wie eben auch jetzt, teilweise den Grund von Herrn Wieser befahren hat. Dass sich diese Millimeterarbeit andere Lkw-Fahrer nicht ständig antun wollen, kann sich Herr Muster gut vorstellen. Am unteren Teil des Höllerwegs warten unterdessen noch immer die entnervten Anrainer und wollen endlich ihren Unmut kundtun. Etwa Herr Brunschko, der uns von mehreren gescheiterten Heizöllieferungen berichtet. Ich habe jetzt im 2020er Jahr dreimal versucht, das Öl runterzukriegen und habe sogar mit der Gemeinde gesprochen, dass die Gemeinde mich unterstützt, das friedvoll löst, dass der runterfahren kann. Es hat nicht funktioniert. Und die dritte Öllieferung war dann so, die war am 15.12. Und da bin ich dann selbstständig raufgegangen, habe die Eisenstöcke aber nicht mit der Hand berührt, sondern mit so einem Holzstock nach außen gedrückt. Und kostet mir das jetzt noch einmal 750 Euro, meine Besitzstörungsklage. Herr Brunschko hat geahnt, dass für ihn das Berühren der Eisenstangen kurz vor Weihnachten teuer werden könnte. Denn er wurde dabei von Familie Wieser nicht nur beobachtet, sondern auch mit dem Handy gefilmt. Vorsorglich hat daher auch gleich Herrn Brunschkos Gattin zu Dokumentationszwecken ebenso Handyaufnahmen gemacht, die wir hier sehen. Die Eisenstangen werden auf die Seite gedrückt, damit der Tankwagen Heizöl liefern kann. Und auch wenn Herr Brunschko hier recht entschlossen und selbstbewusst wirkt, diese ständigen Aktionen zehren an seinen Nerven. Und nachdem, dass wir da schon 15 Jahre das Problem haben, bin ich seit voriges Jahr in psychiatrischer Behandlung, weil es einfach nicht mehr der Bock. Der Bock muss es aber, weil ich habe eine Familie, ich habe eine Mutter.
Deswegen habe ich die Stiefel ausgedruckt, damit wir heizen können. Wir hätten nicht einmal hinfahren können, weil es ist Corona. Als wir unsere Aufnahmen machen, bemerken wir, dass bei den Wiesers offensichtlich jemand zu Hause ist. Denn wir werden nicht nur vom Fenster aus beobachtet, sondern sogar vom Balkon aus gefilmt. Also versuchen wir unser Glück und betreten die Liegenschaft in der Hoffnung, dass uns geöffnet wird und wir uns zumindest keine Besitzstörungsklage einhandeln. Tatsächlich sperrt uns Frau Wieser auf und erklärt uns freundlich, dass sie nichts sagen möchte. Zudem sei ihr Mann nicht zu Hause, der werde uns vielleicht seine Sicht der Dinge erklären. Es geht um diese Eisenstiefel da. 4 Tage später in der Kanzlei von Anwalt Dr. Klauser in Deutschlandsberg. Herr Wieser hatte sich entgegen seiner ersten Ankündigung, dass er zur Causa nichts sagen möchte, nun doch überlegt und will uns im Beisein seines Anwalts seinen Standpunkt erklären. Seiner Ansicht nach gebe ihm eine nach wie vor gültige Vereinbarung seiner Rechtsvorgänger aus dem Jahr 1968 das Recht, den Höllerweg auf 2,40 Meter zu verengen. Ich kann euch da zeigen, Fotos zeigen, wo ein Öllastwagen von Leitner runtergefahren ist, ohne die Stecken zu berühren und alles. Ja, was wollen Sie noch mehr? Naja, also wir haben es ausprobiert. Also wirklich so kompromisslos runterfahren, es ist schon sehr, sehr schwierig. Ich zeige Ihnen ein Video, wo das oben ist, wo der von unten retour aufgeschoben hat. Von Leitner, noch einen größeren Lastwagen, als wie der Muster, was runtergefahren ist. Mhm. Ich meine, da haben gebaut unten, was gar nicht hätten dürfen bauen unten. Sind Sie mir nicht böse? Da sind Häuser. Ja, es ist halt so. Das, was der Herr Wieser zu Recht meint, ist, 68 waren da ein paar kleine Häuser, ich will nicht sagen, es soll nicht abwertend sein, wenn ich jetzt sage, Keischen, aber es waren kleine Häuser. Es waren so 3 Häuser. Und es haben natürlich die Anrainer sehenden Auges, und sehenden Auges meine ich in Kenntnis der schlechten Zufahrt, die neu gebaut, ausgebaut. Und natürlich ist damit auch das Verkehrsaufkommen größer geworden. Aber natürlich alles in Kenntnis, ich will nicht sagen, der Vereinbarung vom Jahr 68, wer das genau gewusst hat oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber wenn man hingeschaut hat, hat man gesehen, so breit ist der Weg. Eine Argumentation, die für die Anrainer völlig aus der Luft gegriffen ist. Der Höllerweg sei de facto schon immer zumindest 3 Meter breit gewesen. Diese Breite habe auch die Gemeindevertretung zugesagt. Nur scheue sich die, den Weg neu zu vermessen und sei eher auf der Seite von Herrn Wieser. Von da geht's aus, die 23. Also das ist die Grenze, was ich zugesprochen gekriegt habe für eine Durchfahrtsbreite von 3 Meter. Ja. Vom Beschluss jetzt von der Notwehreinräumung. Ne? Und da oben runter, wie weit das rauf geht, das weiß aber keiner, weil die Gemeinde nichts macht und die Straße nicht vermisst. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, wie weit das so aufgehört uns oder wie weit auch nicht. Ne? Also man weiß nie man so weiß wirklich. Nicht, da fängt es an, was ich so weiß, augenscheinlich. Da ist die Grenze und da, wie weit das denn rauf geht. Die 3 Meter Breite, was ich zugesprochen gekriegt habe, weiß ich eben nicht. Das Witzige ist ja dann weiter hinauf zu. Stehen die Stiefel schief, die Breite unter 2,50 Meter. Das ist ja dann unmöglich, dass ich da mit 3 Meter weiter durchfahren kann. Ne? Das funktioniert ja nicht. Ne? Da gehen wir vielleicht drauf. Sind das wirklich. Ich weiß es nicht, wo die Grenze ist. Die Gemeinde vermisst ja nichts, die macht ja nichts. Ne? Die Gemeinde verspricht immer nur, es wird vermessen, aber macht nicht nichts. Ne? Gemeinderatsbeschluss gibt es auch. Gemeinderatsbeschluss einstimmig angenommen, dass die Stiefel und die Tafeln wegkommen. Und das und ist jetzt. Das natürlich auch vermessen wird. 5 Jahre her und bis jetzt haben sie noch nichts gemacht. Ist nichts passiert? Nein. Rund um diesen Weg haben Gerichte und Behörden schon einiges zu tun gehabt. Fassen wir kurz zusammen. Der Weg gehört zum Teil der Gemeinde und zum Teil den diversen Anrainern, unter anderem dem Herrn Wieser. Und im Wesentlichen haben sie das Recht, diesen Weg zu benutzen. Umstritten ist nur die Breite. Der Versuch, das Wegerecht über das Bezirksgericht gewissermaßen verbreitern zu lassen, ist gescheitert. Die Gemeinde Eichberg-Trautenburg, zu der der Höllerweg vor der Gemeindezusammenlegung 2015 gehört hat, hat dann versucht, den Weg öffentlich erklären zu lassen, das war vor gut 10 Jahren, ist aber unter anderem am Widerstand von Herrn Wieser beim Verwaltungsgerichtshof gescheitert. Die Gemeinde Leutschach hat das Problem nach der Gemeindezusammenlegung dann gewissermaßen geerbt und der neue Bürgermeister hat mit dem Herrn Wieser eine mündliche Vereinbarung getroffen, dass der die Eisenstangen entfernt, wenn der Höllerweg im Bereich seines Grundstückes links und rechts mit Granitleisten begrenzt und auf 2,80 Meter verbreitert wird. Aber auch das hat nicht funktioniert. Was gab die Herren? Grüß Gott, Herr Bürgermeister. Der Leutschacher Bürgermeister Erich Blasch hat nur noch immer das Problem, es keiner der beiden Streitparteien recht machen zu können, wie er sagt.
Wenn sich die Stangen eindeutig auf Gemeindegrund befinden würden, könnten sie von ihm sofort entfernt werden. Dies sei ihm derzeit aber eher nicht erlaubt. Das heißt, wenn ich jetzt hier da rüber gehe, also da hier, ist das jetzt noch Gemeindeweg oder ist das jetzt, oder weiß man es nicht? Das weiß niemand. Das weiß niemand? Das weiß niemand. Das ist ja das Problem der ganzen Sache. Und Sie konnten das nie irgendwie feststellen oder gibt es da keinen Feststellungsbescheid oder irgendetwas? Die Grenzen sind nach der Fertigstellung der Straße, wollten die Altgemeinde Eichberg die Grenze vermessen lassen. Und nur der Herr Wieser hat dann die Grenzfeststellung nicht unterschrieben. Dadurch sind sie nicht rechtskräftig. Und gescheitert ist leider auch der Versuch, den Konflikt mit diesen Randleisten zu entschärfen. Denn der Weg sei dadurch enger geworden. Ist Ihnen das passiert oder war das Absicht oder war das einfach nur guter Wille von Ihnen und es ist halt leider Gottes wieder mal daneben gegangen? Es war auch eine Intervention, dass wir gesagt haben, der Herr Wieser erlaubt mir auf dieser Seite einen Randstein zu setzen. Dafür kommt auf der anderen Seite 30 cm dazu und dann noch ein Randstein. Dann hätten wir eine Fahrbahnbreite von 2,80 Meter gehabt und das wurde von den Anrainern nicht akzeptiert und dann haben wir die Baustelle nach dem ersten Tag abgebrochen. Grüß Gott, Herr Bürgermeister. Sie haben sicher erklären können, warum das so eng sein muss. Ne? Wir sind gerade dabei. Und weil der Bürgermeister schon da ist, soll er doch gleich einmal zum Gerücht Stellung nehmen, dass sich Herr Wieser angeblich schon verpflichtet hätte, die Eisenstangen wegen der Randsteine zumindest bei Feuerwehreinsätzen zu beseitigen. Mit der Feuerwehr habe ich keine Vereinbarung, sondern mit dem Herrn Wieser, wenn es Gefahr in Verzug gibt, können die Stiefeln weg dann werden und dann wird es runtergefahren. Und ich bin vor drei Wochen mit dem Feuerwehrwagen selber runtergefahren, ohne einen Stiefel zu berühren und das hat funktioniert. Wir wissen, das ist der kleine Feuerwehrwagen. Das war der kleine Wagen. Dann hol ihn draußen, fahr mit dem draußen, ist ja kein Problem. Bitte hol ihn, bitte, Erik. Ja. Ich kann morgen kommen, heute habe ich keine Sekunden Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Das passt du genau, da halten wir nichts. Das weißt du genau. Deine Versprechungen bringen uns nichts. Gesprächsbasis, wenn ihr von mir eh nichts haltet. Meine Versuche sind leider gescheitert, muss ich sagen. Leider. Ich hätte es ja gar nicht machen müssen, muss ich ganz ehrlich sagen. Meine Idee war, weil ich einen Zugang zum Wolfi gehabt habe, weil ich mit Herrn Wieser reden habe können, mit jedem spricht er ja gar nicht, wie ihr wisst. Und ich habe gedacht, wenn wir das vernünftig auf Schiene bringen, dass wir da eine Lösung bringen. Bürgermeister Plasch ist nicht zu beneiden, muss auch der Anwalt der Anrainer Dr. Reinisch aus Leibnitz zugestehen. Seiner Ansicht nach habe die Gemeinde Leutschach das Problem unterschätzt, hätte viel früher tätig werden und Herrn Wieser schon vor Jahren das Anbringen der Eisenstangen untersagen müssen. Die Gemeinde ist jetzt tätig. Nur dadurch, dass sie jahrelang dem frivolen Treiben zugesehen hat und der Einschränkung der Breite, dadurch hat sie ihre Rechtsposition massiv verschlechtert. Ne? Und das ist das Problem, das wir jetzt haben. Der Bürgermeister sagt, er kann nichts machen. Stimmt das? Dass seine Position jetzt viel schwerer ist, als sie es vor 5 oder 6 Jahren gewesen wäre, als wir gesagt haben, Gemeinde, mach's nicht oder lass nicht zu, dass hier die Gemeindestraße eingeschränkt wird. Das ist zuzugestehen, aber das hat sich Bürgermeister und Gemeinde selbst zuzuschreiben, weil sie nicht tätig geworden sind und weil sie sogar im Gegenteil im nördlichen Bereich der Straße die Straße durch die Randleiste verschmälert haben. Am Bezirksgericht Leibnitz hat in der Zwischenzeit ein von den Anrainern angestrengtes Verfahren, den Höllerweg als Notweg zu deklarieren und so auf die gewünschte Breite zu kommen, auch keinen Erfolg gebracht. Der Antrag wurde vor wenigen Tagen abgewiesen, weil notfalls durch Wegdrehen der Eisenstangen das Befahren des Weges möglich ist. Herr Wieser und sein Anwalt sehen keinen Grund, den Weg auf 2,80 Meter oder 3 Meter zu verbreitern. 2,52 Meter, also 12 Zentimeter mehr, könne man sich als Kompromiss noch vorstellen. Der springende Punkt ist, es muss gewährleistet sein, links und rechts. Wenn das fixiert ist, gibt es kein weiteres darüber hinaus fahren. Das sehe ich als einen Knackpunkt an. Sehr richtig. Weil ich kann nicht sagen, wir machen 2,52 und dann machen wir wieder schräge Leisten und dann kommt der LKW und fährt über die schräge Leisten erst wieder in ihre Wiesen hinein. Oben der Seitenstraßen nach dem Haus waren die auch 2 Strecken drinnen. Und die sind dann weggekommen, wie die Leisten sind gekommen. Und dann, ich will Ihnen jetzt noch ein Foto zeigen, und dann hat er mit dem Firmenbus angefangen, der Herr Bettauer Karl-Heinz, immer oberst die Leisten umgefahren.
Nur zum Zigieren, nicht? Ich meine, also er hat sie sigiert, meinen Sie? Ja, was wird das sonst da? Ja, ja. Ich meine, mit einem normalen Firmenbus mit 2,50 Meter Breite muss man ja leicht rüberkommen, oder nicht? Muss es so sein, von meiner Sicht aus. Gib mir das Foto. Gib mir das Foto. Das könnt ihr selber sehen, das nicht heißt. Es ist natürlich, ja, wie gesagt. Dann so räumt sie noch an, nicht? Was Herr Wieser meint, ist, dass dann auch das absichtliche über den Randstein fahren, das angeblich von Herrn Petthauer und anderen Anrainern praktiziert werde, ein Ende haben müsse. Verschmutzungen wie diese werde er sicherlich nicht mehr dulden. Die Anrainer am Höllerweg weisen diese Anschuldigungen zurück. Ich verspreche euch, was ich kann, wenn ihr mir einen guten Rat gibt, den verfolge ich. Und zweitens habe ich das Problem, was mich eigentlich schon fast mitbelastet, dass es auch auf die menschliche Ebene schon geht. Das ist das Problem für mich, das große. Ich bin seit vorher in einer psychiatrischen Behandlung, weil das nicht mehr ausholt. Ich halte es nicht aus. Denn das Zusammenleben mit Herrn Wieser werde wegen ständiger persönlicher Attacken immer schwieriger, sagen die Anrainer. Man habe Angst, dass die Situation eskaliert. Die Fronten sind sicher so verhärtet, dass da kein Gespräch mehr zustande kommt. Für das ist das schon viel zu lange, läuft das schon viel zu lange und wir mussten schon viel zu viele Sachen hinnehmen, auch von Herrn W. Also Schikanen, meinen Sie? Schikanen, vor allem wenn wir Frauen alleine gehen zu unserem Postkastel. Wir gehen nicht alleine die Post holen oder bringen auch nicht alleine unsere Mülltonnen hinauf. Wir gehen immer zu zweit, zu dritt. Und trotzdem hat man ein Herzrasen, wenn man da oben vorbeigeht, weil man nie weiß, wie die Laune an dem Tag vom Herrn W. ist. Komm, das ist ja zu mir, für die Hackdrase. Da ist sowas gibt's. Mit der Hacke kommt mit der Hacke auch so unten. Ja. Anschuldigungen, die wiederum Herr Wieser zurückweist. Vielmehr habe man ihn schon mehrmals tätlich angegriffen. Deswegen werde er dem Anliegen der Anrainer, den Höllerweg auf zumindest 3 Meter zu verbreitern, nie und nimmer zustimmen. Bin ich nicht mehr bereit, muss ich ehrlich sagen. Das war ich früher bereit gewesen. Beim letzten Mal, wie wir da gemacht haben, war ich auch noch bereit gewesen. Aber heute muss ich Ihnen ehrlich sagen, ich muss mich nicht beschimpfen lassen und alles. Das steht nicht dafür. Das heißt, Sie fühlen sich in Ihrer Ehre gekränkt? Sehr richtig. Lustig leben ist aber dann da nicht, wenn man permanent angefeindet wird. Ich schalte es weg und fertig ist. Was soll ich? Erstens gehe ich meine Arbeit nach und zweitens habe ich daheim Landwirtschaft und meine Familie ist auch da. Und wenn ich was sage, trage ich mich weg und fertig ist. Das Einfachste. Was tut ihr? Man muss das Beste draus machen. Mehr kann ich nicht sagen. Ist klar. Ja. Ja, das wird wahrscheinlich gar nicht aufhören. Irgendwann wird es aufhören, wenn es einmal zu wird werden. Dann werden sie wohl aufhören, ne? Ja, vielleicht. Kommt irgendein Vorschlag, dann können wir immer noch schauen. Das ist das letzte Wort, ist nie gesprochen. Ja, sagen wir es so. Herr Bürgermeister, danke schön. Wiedersehen. Dankeschön. Danke. Und so verlassen auch wir den Höllerweg. Mit der leisen Hoffnung, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Wir bleiben in der Steiermark, begeben uns aber gut eine Autostunde in den Nordwesten, nach Köflach. Auch dort wird behauptet, dass ein Nachbar seine ganze Umgebung ziemlich auf Trab hält. Herr und Frau Basic haben sich 2018 in Köflach ein Haus gekauft und sind dort samt Hund eingezogen. Aber das nachbarschaftliche Zusammenleben hat sich nicht gut entwickelt. Und an der Grenze zum Nachbarn entlang der Thujenhecke haben sich bald unschöne Szenen abgespielt. Die Nerven der Zugrasten waren bald so angespannt, dass sie schon an Verkaufen und Wegziehen gedacht haben. Auch dort streitet man wegen eines Weges, aber auch wegen eines Zaunes. Der stünde nämlich 1,5 Meter zu weit auf seinem Grund, meint der Nachbar von Herrn und Frau Basic, und müsste deswegen versetzt werden. Und Frau Basic hat uns dann geschrieben: Unser Nachbar macht, wie er will. Immer mehr kommt er in unseren Grund. Ich bitte Sie, mir zu helfen. In ein paar Jahren werde ich, nach meinem Nachbarn, keinen Grund mehr haben. Maria Zweckmeier ist dann nach Köflach gefahren und hat sich das Problem von beiden Seiten schildern lassen. In dieses Haus in Köflach ist Frau Basic vor 3 Jahren eingezogen. Von Anfang an hatten sie und ihr Mann, der nicht gut Deutsch spricht und dem sie oft etwas übersetzen muss, Schwierigkeiten mit dem Nachbarn. Der würde hier mit vielen anecken, sagt sie. Mit ihm ist wirklich dort die größte Hölle. Dann ist auf diesen Nachbarn losgegangen, vor ein paar Tagen, wegen dieses Spielhaus. Angeblich müssen Genehmigung von der Gemeinde holen und das ist verboten und so. Dann hat er sich aufgeregt wegen
Nussbaum. Die müssen jetzt den Nussbaum wegtun. Das heißt, er hat mit anderen Nachbarn auch Probleme? Genau. Klagen und alles. Und sie hat Hühner gehabt, die Hühner sind auch weg. Warum? Er hat sie immer aufgeregt. Auf diesen Nachbar hat er geklagt. Was steht ihm da? Er hat ein kleines Feuer bei sich im Hof gehabt, wahrscheinlich grillen wollte, weiß ich nicht. Und er hat gleich die Polizei geholt, angeblich sein Rauch steht ihm oben. Die angesprochenen Anrainer deuteten an, dass an dem, was Frau Basic sagt, etwas dran sein könnte. Sie wollten aber nicht vor die Kamera. Auch den Nachbarn selber haben wir kontaktiert. Er verwies uns für ein Interview an seinen Anwalt. Der sagte uns, sein Mandant sei nicht schuld am Konflikt. Mit Familie Basic wäre alles sehr mühsam. Man muss dazu sagen, meine Mandanten sind früher zur Voreigentümerin rübergegangen, haben dort die Hecke geschnitten, haben sich mit den Damen und Herren oder mit der Dame, mit der älteren Dame sehr gut verstanden und es hat nie Probleme gegeben. Und seit die Frau Basic übersetzt, gibt es eben immer wieder Missverständnisse und Probleme. Und ich habe eben den Eindruck, dass sie einfach manche Dinge nicht akzeptieren möchte, weil sie nicht in den Kram passen. Außenstehenden fällt es manchmal ein wenig schwer zu verstehen, worum es hier genau geht. Wenn man Herrn Basic mit dem Maßband hantieren sieht, wird klar, dass im Zentrum die Frage steht, ob die Thujenhecke genau an der Grenze steht. Der Nachbar sagt nein. Er würde um etwa 50 cm benachteiligt. Aber es geht auch noch um etwas anderes, um ein Wegerecht. Um zu seiner Einfahrt zu kommen, muss der Nachbar ein paar Meter über den Basic-Grund fahren. Das darf er auch. Aber Frau Basic wolle das nicht akzeptieren, meint der Anwalt des Nachbarn. Vieles hat sie nicht gewusst. Sie hat einen Kaufvertrag ihr Mann hat einen Kaufvertrag abgeschlossen. In dem Kaufvertrag ist beispielsweise nicht drinnen gestanden, dass es da ein Servitutsrecht für meine Mandanten gibt. Das heißt, sie kommt her, glaubt, sie hat eine lastenfreie Liegenschaft erworben. Tatsächlich gibt es das Dienstbarkeitsrecht im Grundbuch. Und dann wird eben leider die Realität mit den Vorstellungen konfrontiert und da sind die Leute oft so, dass sie eben das sehen, was sie glauben und nicht umgekehrt. Und das ist das Problem. Frau Basic sagt, das Problem wäre eher das Verhalten und der Umgangston des Nachbarn. Er geht zwischen 12 und 2 Rasenmähen, er kommt mit lauter Musik. Keiner darf was machen, nur er darf alles. Und so geht es nicht. Und wenn man ich bin zum Polizei hingegangen, ich habe erzählt, was er macht, droht und alles. Und wie er beschimpft mit dem scheiß Ausländer und immer Ausländer, immer so geht es nicht. Der Nachbar weist den Vorwurf solcher Äußerungen zurück. Er bestätigt, dass er eine Unterlassungsklage gegen Herrn und Frau Basic eingebracht hat, weil sie mehrere Betonplatten entlang dieses Thujenzaunes an der Grenze platziert hatten. Die Platten haben die beiden inzwischen wieder weggeräumt, aber der Nachbar stellt nun sogar den Verlauf der Grenze in Frage. Er will, dass er sagt, dass es das ihm gehört. Stimmt gar nicht. Und für was braucht er dieses schmale Streifall? Keine Ahnung. Warum macht er das, glauben Sie? Keine Ahnung, nur Streit zum Suchen. Wer streitet gern? Gern, mit jedem streitet. Auf jeden geht los, schimpft, schreit. Und was macht er mit Ihnen? Er droht ständig und hat damit droht. Und dann schönen Gruß von meinem Anwalt. Mein Anwalt macht es, mein Anwalt meldet sich bei Ihnen. Ich meine, wie lange soll ich noch in Angst leben? Frau Basic ärgert sich auch über 100 Euro Verwaltungsstrafe wegen Lärmerregung nach einer Anzeige des Nachbarn, weil sie einmal in ihrem Garten Freunde zu Gast hatte. Da haben wir ein bisschen Musik, haben wir gegrillt. Sein Bruder mit Schwägerin ist gekommen und sein Arbeitskollege mit einer Frau ist gekommen, ne? Und hat uns da fotografiert und Fotos gemacht und aufgenommen. Ich meine, was soll das? Und dann hat uns angezeigt, ich wurde als Täter genannt. Ich habe müssen 100 Euro Strafe zahlen. Und dann habe ich diesen Herr beim Bezirk Hauptmannschaft angerufen. Ich wollte versuchen, wie ist das möglich? Ich meine, das stimmt alles nicht. Ich habe es ihnen Beweise geschickt. Und bei waren Sie so laut? Oder? Nein, gar nicht. Sie haben einfach nur geplaudert und ein bisschen Musik gehört? Genau. Normal. Ja. Und diesen Herr hat zu mir gesagt, ja, ich habe entschieden. Ich meine, was gibt es da zum Lachen? Mich Täter zu nennen und was gibt es da zu lachen? Ich will auch, wie alle anderen Menschen, ins Hof gehen. Wenn ich da hinsetze, dann kommt zum Zaun und provoziert, gemeinsam mit seiner Frau, anlehnen. Und ich meine, was soll das?
Ist das jeden Tag passiert? Es ist jedes Mal, wenn ich rausgehe, ist es so. Das heißt, Sie trauen sich gar nicht mehr rausgehen? Ich allein traue mich nicht rausgehen. Herr und Frau Basic haben auf ihrem Grund Videokameras montiert. Frau Basic glaubt nämlich, dass ihr Nachbar oft in der Nacht ums Haus schleicht oder sich auf ihrem Grundstück an der Heizung zu schaffen macht. So, ich wollte Ihnen zeigen, dass der Hauptschalter vom Heizung da ist. Und 2018, 2019 Winter hat, haben wir oft in der Nacht ausgeschaltet. Also der Nachbar hat ausgeschaltet. Sind Sie dann draufgekommen, dass er das genau. war? Wie sind Sie da draufgekommen? So, wir haben oft gesehen, dass er auf unser Grundstück geht. Haben Sie gesehen, wie er daher schleicht? Genau. Der Anwalt des Nachbarn bestreitet all diese Vorwürfe. Sein Mandant würde weder ums Haus schleichen, noch die Heizung abschalten oder schimpfen oder drohen. Ich habe das Problem, dass die Familie Basic nicht sehr lösungsorientiert mit den Problemen umgeht. Dass Vorschläge, die wir im Guten machen, als Vorwurf angesehen werden oder als es fehlt einfach das Vertrauen. Im November 2020 waren wir wieder in Köflach. Wegen einer gerichtlichen Befundaufnahme. Auch die Rechtsvertreterin der Familie Basic, Magistra Julia Wilcze, war da. Ein vom Gericht bestellter Sachverständiger für Vermessungswesen sollte den genauen Grenzverlauf klären. Eigentlich geht es in diesem Verfahren aber um die Betonplatten, die Herr Basic an den Zaun des Nachbarn angelehnt hatte. Der hatte nämlich auf Unterlassung geklagt. Die Familie Basic hatte das käuflich erworben mit der Zusicherung, dass er quasi dieser Zaun, wo jetzt die Duja drüber wächst, also das noch quasi zu seinem Grundstück und zu seinem Eigentum gehört. Und jetzt ist von der Gegenseite die Behauptung erhoben worden, dass die Grundstücksgrenze ausgehend von der Mauer 50 cm hereinrücken müsste. Das wäre ja eigentlich total surreal, wenn man sich das vorstellt, dass man jetzt ein Grundstück verkauft, man hat einen Zaun und dann muss ich da die 50 cm quasi hergeben. Das wäre quasi hier. Ja, man müsste die ganze Betonmauer müsste man wegreißen. Magister Peißl stützte sich auf ein Privatgutachten, das bereits vorlag und seinem Mandanten Recht gab. Aber das Gericht wollte die Sache auch von einem unabhängigen Gerichtssachverständigen überprüft haben. Der suchte die Grenzpunkte und führte seine Messungen durch. Dann erfuhren wir auch etwas über die Vorgeschichte des Konfliktes. Angefangen hat es ja damit, dass der Herr Basic ein Tor errichtet hat, das den Servitutsweg abgesperrt hat. Das war der Beginn der nachbarrechtlichen Probleme, sage ich einmal. Wir erinnern uns, das Wegerecht vom Nachbarn führt über diesen Grund von Herrn Basic. Der wollte den Weg mit einem Tor absperren und den Schlüssel stecken lassen. Der Nachbar war dagegen. Und jetzt ist von diesem Tor nur noch ein Pfosten über. Frau Basic sagt, dass der Nachbar ursprünglich nichts gegen das Tor gehabt hätte. Er hat selbst gesagt am Anfang, wir können Tor anbringen. Wenn er was braucht, er meldet sich. Wir haben zu ihm gesagt, das ist kein Problem. Schlüssel wird immer drinnen sein, weil wir Welpe gehabt haben. Schlüssel ist immer drinnen gewesen. Und das war seine Meinung am Anfang. Damit ihr Husky-Welpe Ina nicht wegläuft, hätten sie das Tor dringend gebraucht. Ersten Tor hat er hingemacht. Ich habe ihn vom Wohnzimmerfenster gesehen. Er hat kaputt gemacht. Er hat gesagt, das war der Wind. Wie kann der Wind sein? Im Sommer keine Chance. Bei der Hitze ist keine Chance. Und wenn wir einbetoniert haben und schraufen, da ist keine Chance. Ich habe ihn genau beobachtet, wie er das gemacht hat. Aber ich habe mich nicht getraut zu sagen beim Polizei, weil ich genug Drohungen von ihm bekommen. Wer auch immer das erste Tor demontiert hat, das zweite Tor musste Herr Basic nach einem Anwaltsbrief vom Nachbarn entfernen. Und Hündin Ina wurde in ein Tierheim gegeben. Jänner 2021 am Bezirksgericht Volzberg. Heute ging es um die Unterlassungsklage wegen der Betonplatten, die Herr Basic am Zaun angelehnt hatte. Der genaue Grenzverlauf ist die Vorfrage für diesen Prozess. Wir waren gespannt, was bei der Vermessung herausgekommen ist. Überraschenderweise waren beide Rechtsanwälte mit dem Ergebnis zufrieden. Dr. Ogris, der Herrn und Frau Basic vertritt, sagte dazu: Im Wesentlichen hat sich der Prozessstandpunkt meines Mandanten bestätigt. Wie er gekauft hat, haben wir die ganzen Urkunden erhoben und im Jahr 2006 hat die Rechtsvorgängerin meines Mandanten diesen Teil an die Kläger verkauft
Und die Grenze hat ein Vermesser aus Graz gemacht, der auch als gerichtlicher Sachverständiger bestellt ist in anderen Gerichten. Und diese Grenze konnte gut rekonstruiert werden. Und der Standpunkt des Beklagten hat sich als richtig herausgestellt, dass das dort befindliche Zaunfundament im Wesentlichen die Grenze ist. Der Nachbar und sein Anwalt interpretierten das Gutachten anders. Es wäre für sie vorteilhaft, hieß es. Das Gutachten gibt die Grenze wieder und das Gutachten ist im Wesentlichen so auch ausgeführt worden von Herrn Sachverständigen, wie das der von uns außergerichtlich beigezogene Sachverständige auch angezeigt hat. Das heißt, der Zaunsockel, der, um den es in diesem Verfahren geht, der liegt auf dem Grundstück meiner Mandanten. Dann rief die Richterin die Verhandlung auf. Herr Basic und der Nachbar wurden ausführlich befragt. Anwalt Dr. Ogris brachte vor, dass doch noch nicht genug am Basic-Grund vermessen worden ist und beantragte eine Gutachtensergänzung. Die Richterin ordnete an, dass der Geometer nochmals nach Köflach kommen muss. Nach der Verhandlung erzählte Frau Basic von einem neuen Problem. Sie fühlt sich von der Alarmanlage des Nachbarn belästigt. Sobald man rausgeht, sofort die Alarmanlage geht los. Ich habe sogar ein paar Videos, egal was wir machen, ob wir draußen stehen, rauchen, egal was arbeiten, sofort geht los. Und das sogar mehrmal hintereinander. Wir haben sogar längere Videos aufgenommen, wo wir ein bisschen draußen gearbeitet haben. Alle zwei, drei Minuten und wieder und wieder und wieder. Das finde ich nicht schön, das ist reine Provokation. Ich bin schon am Ende, er hat mich schon kaputt gemacht. Ich kann einfach nicht mehr. Dr. Peisel bestreitet, dass sein Mandant Familie Basic mit der Alarmanlage belästigt. Zu diesem Problem hat zumindest noch keine Seite die andere geklagt. Am Zug ist jetzt also wieder der Geometer mit einem Ergänzungsgutachten. Zum nächsten Fall. Es ist immer wieder erstaunlich, was unauffällige, bescheidene Mitbürger wie Otto Schickinger, vulgo Michel Otto, ihren Erben am Ende ihres Lebens hinterlassen. Und weil zur Verlassenschaft neben Geld und Wertpapieren auch ein großer Vierkanthof gehört hat, hat sich die Frage gestellt, ob nicht ein sogenannter Anerbe den Bauernhof bekommen soll und die anderen 37 gesetzlichen Erben nur einen minimalen Erbteil. Solche Regelungen gibt es im österreichischen Recht. Damit eine bäuerliche Wirtschaft nicht durch Erbteilung gänzlich zersplittert und damit zerstört wird, gibt es die Möglichkeit, dass ein Anerbe den Bauernhof bekommt und die anderen weichenden Erben nur einen Bruchteil dessen, was ihnen sonst zustehen würde. Tatsächlich hat es dann eine Person unter den 38 Erben gegeben, die gemeint hat, sie könnte Anerbin sein. Das hat die anderen 37 natürlich nicht gefreut. Und einer dieser 37 anderen Erben hat sich an uns gewandt und geschrieben, in Weißenkirchen bei Wels wird momentan ganz schön gestritten. Besser gesagt, seit nunmehr fast 4 Jahren, wir mögen uns doch bitte anschauen, ob da nicht eine Person versucht, die anderen über den Tisch zu ziehen. Und Ludwig Gantner hat sich daraufhin in die Regelungen des österreichischen Anerbengesetzes eingearbeitet. Das ist das Forstnergut in Weißenkirchen in der Nähe von Wels aus der Sicht einer Drohnenkamera. Der Eigentümer, den man hier als Michel Otto kannte, ist 2015 hochbetagt verstorben. Er hat keine Kinder und keine Ehefrau hinterlassen und vor allem kein Testament. In Brambachkirchen trafen wir einige seiner zahlreichen Verwandten, die Erbteile für sich reklamieren, im Haus von Franz Eichinger. Alle stammen aus Nebenlinien des Verstorbenen. Nur Herr Eichinger und seine Frau haben den Michel Otto, der angeblich mehr Automechaniker als Landwirt war, persönlich gekannt. Er war sehr freundlich und alles, aber hat einfach in einem Sonntag, wenn ich besucht habe, dann ist er voller Schmier. Hat wieder repariert, Motoren repariert und Maschinen gebaut, auch teilweise sogar Anhänger, und das hat er dann verkauft. Solche Sachen hat er schon gemacht. Aber haben Sie sich gedacht, dass Sie mal von ihm was erben würden? Nein, das ist nicht. Nein, ehrlich nicht. Keineswegs. Herrn Eichingers Cousin war gegen Ende seines Lebens vermögend. Naja, er hat einmal gesagt, 16 Geier warten schon auf mein Erbe. Das hat er gesagt. Der Michel Otto hatte sich offenbar nie genau ausgerechnet, wer nach seinem Tod alles erbt. Es waren dann nicht 16, sondern 38 Erbberechtigte aus verschiedenen Seitenlinien da. Überraschend war auch natürlich die Anzahl, ja, der Erben sind 38.
die sich ja mehr oder weniger nicht gekannt haben zuvor und beim Notartermin zum ersten Mal alle zusammengetroffen sind. Also das war schon ein, ja, interessantes, eine interessante Begegnung. Irgendwo ist man verwandt über eigentlich sehr viele Ecken, ja, und sitzt dann zusammen und sagt, ja gut, jeder hat halt eine unterschiedliche Linie und dadurch auch einen unterschiedlichen Anteil am Erbe. Ja. Und hat dann bei so gesagt, vielen Erben sind die einzelnen Anteile klein. Augustine Aschauer würde zum Beispiel nur 1,6% bekommen, Christoph Wolf ganze 1,28%. Es gibt kein Testament, also ist das gesetzliche Erbrecht anzuwenden. Weil 38 Erben da sind, würde man das Forstnergut verkaufen und den Erlös zusammen mit den beträchtlichen Ersparnissen verteilen. Rund 2 Millionen Euro, schätzt man, würden so zusammenkommen. Das würde sich für alle 38 Erben auszahlen, selbst bei einem kleinen prozentuellen Anteil. In der Familie des Michel Otto mit ihrem verzweigten Stammbaum ist die Situation aber anders, erklärte uns der Rechtsanwalt von Herrn Eichinger. Hier könne es sein, dass die üblichen gesetzlichen Regeln für die Aufteilung des Erbes nicht gelten. Es existiert eben dieses Anerbengesetz aus dem Jahr 1958 mit Novellierungen. Und das sieht eben vor, wenn eine bäuerliche Hofstelle gegeben ist, die den so viel Ertrag erwirtschaftet, dass zwei Personen, jetzt wieder nach neuerer Regelung eine Person, aber mit einem anderen Faktor, versorgt werden können, dann ist diese Hofstelle als Erbhof zu erhalten. Falls das Forstnergut unter das Anerbengesetz fällt, bekommt nur ein einziger der 38 Erben als sogenannter Anerbe den Hof. Der muss den anderen Erben bloß einen bescheidenen vom Gericht bestimmten Übernahmspreis zahlen. Und der ist natürlich wesentlich geringer, weil das Kriterium ist immer, der Anerbe soll wohl bestehen können. Das heißt, er soll nicht jetzt den Anerbe wehren, einen Hof bekommen und dann soll er sich nicht leisten können, sondern das Kriterium ist, er muss ja weiter wirtschaften können. Und in dieser Hinsicht wird eben dieser Übernahmepreis bestimmt oder auch unter Bedachtnahme darauf wird dieser Preis bestimmt. Und der ist natürlich wesentlich geringer als der Verkehrswert. Das wollten die anderen Erben natürlich nicht. Ich finde, es wäre ungerecht. Und da geht es mir um die Gerechtigkeit. Warum soll diese eine Person von 38 Personen alles bekommen für 280.000 Euro? Oder bin ich da so richtig? So ist das gut zusammengefasst. Ja? Irgendwo haben sie alle für blöd verkaufen lassen müssen. Das Bezirksgericht Wels hatte damals in erster Instanz entschieden, das Forstnergut ist ein Anerbenhof. Man fragt sich in dem Fall, wer ist die Frau, die vom Gericht fordert, dass sie das Forstnergut und die Ersparnisse des Michel Otto als Anerbin bekommt? Wir haben sie nicht kennengelernt. Ihr Anwalt hat uns ausgerichtet, dass weder er noch seine Mandantin sich zu diesem Fall äußern wollen. Auch Herr Eichinger und die anderen Erben kennen diese Frau nicht gut, sagen aber, dass sie wüssten, dass sie mindestens 70 Jahre alt ist und sie wollen nicht glauben, dass sie einen Bauernhof bewirtschaften und betreiben kann und will. Sie vermuten eher, dass es ihr darum geht, günstig Liegenschaften zu bekommen. Konkret, für Gründe, die am Immobilienmarkt mehr als 1 Million Euro wert sein dürften, müsste die Anerbin den anderen Erben nur rund 280.000 Euro bezahlen. Und im Urteil des Bezirksgerichtes Wels steht auch, dass die Ersparnisse des Michel Otto, immerhin rund 1 Million Euro, auch zum Bauernhof gehören. Das würde bedeuten, dass die Anerbin auch dieses Geld behalten darf und dass es nicht unter den anderen 37 Erben aufgeteilt wird. Das wollten Herr Eichinger und die anderen nicht akzeptieren und sie haben beschlossen, Rechtsmittel gegen diese Entscheidung des Erstgerichtes einzubringen. Und das Rechtsmittel der Erben hatte Erfolg. Sie argumentierten, dass der Hof zu wenig Ertrag abwerfen würde, um als Anerbenhof zu gelten. Man könne ja nicht ohne enorme Investitionen eine Schweine- oder Geflügelzucht aus dem Boden stampfen. Außerdem wären Teile der Liegenschaft mit geringem Ertrag langfristig an eine Baumschule verpachtet. Die Berufungsinstanz, das Landesgericht Wels, schloss sich dieser Meinung an und entschied, das Forstnergut ist doch kein Anerbenhof. Herr Wolf und Herr Eichinger waren erfreut, sie wollten sich jetzt am Hof umsehen. Sie hatten vom Notar ein Plastiksackerl mit vielen alten Schlüsseln erhalten und wollten uns zeigen, wie heruntergekommen hier alles ist.
Doch das sollte nicht gelingen. Ich glaube nicht, dass da ein Schlüssel drauf ist, der da passt. Oder Handflein. Sonst gehen wir mal außen eine Runde. Und dann bemerkten sie, dass am Hof jemand wohnt, eine junge Frau mit ihrem Kind. Die sagte, sie sei mit einer früheren Mieterin verwandt. Sie weigerte sich, die Erben hineinzulassen. Und es hat nämlich geheißen, es ist noch nichts festgestellt worden, es ist noch alles am Gericht und es ist noch kein gerichtlicher Besitzer. Und durch das heißt es, wir dürfen keinen einlassen. Gerichtlicher Besitzer, wir sind alle Besitzer. Ja. Aber es ist keiner festgelegt, hat es geheißen. Ja. Bitte? Es ist keiner festgelegt, hat es geheißen. Wir dürfen uns trotzdem den Zugang nicht verwehren. Wir alle. Alle 38 sind Besitzer. Der Zugang darf uns nicht verwehrt werden. Ja, da werden wir schon sehen. Darf uns nicht verwehrt werden. Nein, nein, die haben verwehrt. Ja, das könnte aber rechtliche Folgen haben. Ja, die aber, haben Sie aber, zu tragen. Okay? Aber gewaltige. Ja. Von mir aus kann es ja reinbleiben, aber wenn es uns nicht reinlässt, müssen wir schauen, dass wir eine Delogierung bewirken. Ne? Ja, sie tut sich selbst nichts Gutes nicht. Ne? Ich meine, ich verstehe es nicht, aber gut. Dann werden wir Rechtsschritte ergreifen. Ne? Darf nicht wahr sein. Die Frage, wer den Hof bekommen soll, war damals noch nicht geklärt. Die weitschichtige Verwandte, die gerne Anerbin sein wollte, hatte den obersten Gerichtshof angerufen. Mitte Jänner 2021 waren wir wieder in Weißenkirchen. Herr Eichinger hatte erfahren, dass die Dame, die hier gewohnt hat, ausgezogen war. Außerdem hatte der oberste Gerichtshof entschieden, dass der Fall an die erste Instanz zurückgeht. Die Richterinnen und Richter des OGH-Senats hatten aber auch bestimmt, wer die Ersparnisse des Michel Otto bekommen soll. Die haben gesagt, die Gelder, die hier sind, die sind circa 1 Million, die gehören nicht zum Haus. Die werden wir bekommen. Also anteilig, Sie kriegen also von dieser 1 Million Ihren Anteil? Nein, ein Anteil, ja, freilich, ja. Um den Hof als Anerbin zu bekommen, müsste seine Verwandte den heruntergekommenen Betrieb binnen 3 Jahren wirtschaftlich so in Schwung bringen, dass 2 Personen davon leben können. Der Anwalt von Herrn Eichinger sagt, dass er für die neue Verhandlung der Anerbenfrage optimistisch ist, denn der OGH hat rechtskräftig geklärt, dass die 1 Million Euro aus den Ersparnissen des Verstorbenen nicht zum Erbhof gehört und deshalb nicht für die Sanierung verwendet werden darf. Es ist gar kein Geld da. Also es sind nur die Gebäude da, die in einem baulich sehr schlechten Zustand sind. Es sind alte, verrostete und nicht mehr gebrauchsfähige Maschinen da. Und es sind Flächen da. Und jetzt müsste von sachverständiger Seite gesagt werden, ja, mit diesen Dingen ist es möglich, innerhalb von 3 Jahren einen Hof zu etablieren. Sagen die Sachverständigen, das geht sich ohne Geldmittel, mit den vorhandenen Ressourcen nicht aus, dann wird kein Erbhof vorliegen. Herr Eichinger bezweifelt, dass die Frau, die den Hof allein erben will, diesen wirklich sanieren und betreiben will. Einer 70 Jahre alten Frau traut er das nicht zu. Und dann bemerkt er, dass der Hof gar nicht abgesperrt ist. Endlich kann er sich einmal in Ruhe umsehen. Er hatte den Hof des Michel Otto anders in Erinnerung. Das ist ein Wahnsinn hier. So ins Haustall. Das habe ich noch nie gesehen. Im Moment ist noch ein Kurator für den Hof zuständig. Wenn juristisch einmal alles erledigt ist, will Herr Eichinger hier nichts sanieren. Er möchte, dass alles verkauft und das Geld auf die 38 Erben aufgeteilt wird. Apropos Geld, obwohl letztinstanzlich vom OGH geklärt ist, dass die Ersparnisse des Michel Otto aufzuteilen sind, ist bislang kein Geld geflossen. Aber die Erben haben lernen müssen, sich in Geduld zu üben.